Hallo, wir stellen euch heute unser Projekt Deine Rechte vor. Also es kam so zustande. Ich fand es immer ein bisschen blöd, wenn zum Beispiel Google oder so einem die Datenschutzerklärung gezeigt hat, aber die ist halt sehr lang und halt auch nicht so verständlich zum Lesen. Das habe ich dann hier mal bei Jugendtech erwähnt. Und so kam dann das Projekt zustande, als alle nochmal was in den Topf geschmissen haben, dass wir eine Website, also wir haben jetzt eine Website gemacht, wo es Zusammenfassungen der Datenschutzerklärung gibt, die halt auch etwas verständlicher sind. Und genau. Ja, und wir hatten anfangs dann das Problem, dass Carla und ich noch keine Erfahrung hatten, was Webseiten erstellen und HTML angeht. Also musste der mit dem Zopf uns überhaupt erstmal beibringen, wie das alles funktioniert. Ich habe selber gemerkt, dass es gar nicht so schwierig ist, wie man eigentlich denkt, und es eigentlich einem ziemlich einfachen Prinzip folgt. Und nachdem Carla und ich das endlich verstanden haben, konnten wir auch anfangen, die Webseite zu gestalten. Genau, und dabei ist dann etwas Schönes rausgekommen, und zwar diese schöne schwarze Webseite, die wir hier sehen, online im Stream, wo wir ganz einfach, simpel eine Suchmaske haben und da zum Beispiel ein Konzern eingeben wollen, dessen Datenschutzerklärung wir einfach erklärt haben wollen. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel Facebook. Genau, da können wir dann suchen. Alternativ können wir auch gucken, welche Anbieter überhaupt schon vernetzt sind bei uns. Und da haben wir momentan Facebook, Google und Twitter. Und wenn wir da jetzt zum Beispiel bei Facebook reinschauen, sehen wir da dann gleich, wer dafür zuständig ist bei uns. Und wie wir die Leute dort eben kontaktieren. Genau. Und jetzt wollte Lucy, glaube ich, noch etwas zum Ausblick, was wir noch weitermachen könnten damit. Ja, wir wollten auf jeden Fall noch Alternativen anzeigen. Also wenn man zum Beispiel nicht Google benutzen will, weil es die Daten, so viele Daten speichert, kann man irgendwie Alternativen benutzen. Wir sind momentan noch nicht so weit, dass wir das schon programmiert haben, aber das ist auf jeden Fall unser Plan.